Naja, also ich fange jetzt einmal an, was ich dich nämlich eben fragen wollte, was ich dich sonst eben vor den Studenten gefragt hätte, das ist die Geschichte mit den Wattekers, weil man die ja wahrscheinlich aus der Vorkriegszeit heraus auch nach dem Krieg immer noch so als Paar gesehen hat, die Wiener Volksbildner. Ja? Und du sagst mal. Das muss eine. Schau, es war so. Der Matejka war ein christlich-sozialer und war der, dem linken Flügel, wenn man den linken Flügel den christlich-sozialen zuordnen kann, also im Ständestaat, ja, war er ein Macher. Und wie die Nazis gekommen sind, wollte er klugerweise fliehen. Ja. Und die Gerda Matejka hat gesagt, na, geh nicht. War auf einem prompten Dachau gehen. Ja. Und ich glaube, er war lang dort. Er war lang dort, ich glaube 44 oder so. Und sie hat ziemlich viel mitgemacht. Die Gestapo hat sie gehaut und gebrüllt und sie hat sich bemüht, um ihn freizukriegen. Jedenfalls, wie er dann freigekommen ist, hatte er das nie verziehen. Obwohl sie sich wirklich bemüht hat, hat sie meiner Frau erzählt, was sie sich alles durchgestanden hat. Aber die Ehe war also fürchterlich, muss fürchterlich gewesen sein. Mein Vater hat da so lange Briefe geschrieben aus dem Jahr 47. Und 48, was sie alles durchmacht. Und wieder Mucki, er hieß Mucki aus mir, um die unverständlichen Gründen, aber so wurde er genannt, Mucki. War der Stadtrat für Kultur, nicht? Ja, der, ja. Meier, ja, Kommunist, ja, der Zeit. Ja. Aber Kommunist. Ja. Denn Dachau hat ihn offensichtlich umgedreht. Ja, ja. In dem Sinn. Und er soll ja gesagt haben, wie sich beklagt hat, beschwer dich beim Salzamt und so Sachen. Ja. Also es muss eine fürchterliche Ehe gewesen sein und sie hat da, er hatte kein Geld gegeben. Es war alles so kleinlich. Ja, ja. Und, aber er muss ja doch irgendwie dann noch geholfen haben, dass dann die, also dass sie diese Kunst, Volkshochschule, Künstlerische Volkshochschule irgendwie doch etablieren konnte, weil also die war ja erst untergebracht in der Akademie, also in der Akademie der Bildenden Künste, und da haben die Professoren dort keine besondere Freude gehabt, weil sie gesagt haben, naja, das sind doch zwei Kategorien Studenten und die wollten die dort raus haben, und sie hat ja dann doch dieses Gebäude gekriegt, diese ehemalige Schule da in der Lazarettgasse. Also, du, aber er war ja nur Stadtrat bis 1949, ja, dann war er raus. Ja, und ich glaube, so geschwind ging das nicht. Nee? So schnell ging das dann das nicht. Ich habe ein Bild von ihr da im Wohnzimmer. Interessant, dass sie gemalt hat. Welches? Andererseits hat sie sich wirklich bemüht um ihn. Und es ist irgendwie verständlich auf beiden Seiten. Ja. Aber sie sind sozusagen zusammen geblieben, oder sie haben zusammen gewohnt? Oder? Eine kurze Zeit lang, ja. Kurze Zeit nicht, das ist schon 45 bis, ich weiß nicht, wann sie sich gescheiden war, also von 3 oder 4 Jahre. Und der soll sie ja nur fürchterlich behandelt haben. Ja. Hat sie kein Geld gegeben. Ja. Und er hat Care-Pakete von der ganzen Welt bekommen und hätte ein Harem von Sekretärinnen gehalten. Und, etwas, was in der Literatur immer wieder vorkommt, ist, dass er in Dachau Bickbücher hergestellt hat, also Zeitungsausschnitte eingeklebt hat in irgendwelche Hefte. Weißt du da irgendwas davon? Nein. Weil, also ich nehme an, Bickbücher bezieht sich darauf, dass sie im Wienerischen eben kleben, bicken heißt, nicht? Was einbicken. Also, das wird wahrscheinlich, also es muss offenbar in Dachau doch eine gewissermaßen in Freiheiten gegeben haben, nicht? Sie haben offenbar Literatur gehabt, sie haben offenbar Zeitschriften gehabt und die Möglichkeit auch eben sowas zu machen, also so ein Journal herzustellen. Ja, die haben keine Gasöffnung in Dachau gehabt. Das ist halt ein relativ wichtiger Unterschied. Na gut, er ist aber bis heute natürlich hoch verehrt, wobei man immer wieder liest, also er war eigentlich ja nicht so sehr ein Förderer der Kultur, sondern mehr der Kulturtreibenden, oder nicht so sehr ein Förderer der Kunst als der Künstler. Also er hat eigentlich prima versucht, einzelnen Künstlern zu helfen. Ja, und dann ist der Edi Gärtner gekommen und hat, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Na, also der Name ist mir von meinem Vater her noch irgendwie geläufig. Der hat die Aufträge dann vergeben. Ja.
Der Gärtner, ja, das ist, also der ist mir von meinem Papa nur ein Begriff. Ja. Der war ein Atelier mit meinem Vater und mit dem Robert Gloss, der das Bild gemacht gehabt. Der war selber Künstler, ne? Da war die Situation wieder ein bisschen anders. Der Gloss auch, ja. Aber der hat es dann aufgegeben und hat gemanagt, andere Frauen gemanagt. Ja. Und der Gärtner hat diese Aufträge, also der Rudi Hausen hat ziemlich viel von ihm. Ich weiß nicht, was ist denn passiert? Da war ein Bildhauerporträt, wie nennt man das, diese Streifen. Ein Mosaik oder so? Ja, ein Mosaik. Ja, das gibt es. Ich glaube, das ist auf dem auf der Billrothstraße nach der Schule, also nach der Bubenschule, ehemaligen Bubenschule, auf der Feuermauer ist dieses Mosaik. Und das ist vom Haus, ne? Ja. Und das war. Also der hat viel dann. Diese Kunst am Bau. Ja. Ich glaube zwei. Es war nicht so viel, aber zwei, aber immerhin. Ja. Also das hat den Künstlern doch sehr, sehr geholfen. Gerd Hausner war doch so ein unvorstellbarer. Ja. Deswegen hat er ja das auch gestohlen und sehr gescheit war das nicht. Also kennst du die Geschichte? Nein. Er ist gesessen ein Jahr im Häfen oder zwei Jahre, weil er mit einem Archivar, wo die Dokumente in Golddringen eingestellt waren, hat das gestohlen und das Gold geschmelzt und verkauft. Und das hat ihn in den Häfen gebracht. Da musste er als Sühne ein Bild von Grippazer malen, ein Porträt, das hängt irgendwo in einem. Das ist aber eigentlich eine schöne Sühne. Der hat Stil, diese Sühne. Also. Ich weiß nicht, ob unseren jetzigen Richtern noch so eine intelligente Sühne einfallen würde. Ja, das ist interessant. Ja, ich wollte dich noch was anderes fragen, und zwar, wir haben ja so ab und an einmal darüber geredet, über das Verhältnis deines Vaters zur abstrakten Kunst. Also da ging ja eigentlich auch die Linie durch die Familie, weil du hast doch dich auch bei deinem Studium für die abstrakte Kunst eingesetzt und da ja auch negative Erlebnisse an der Uni gehabt. Ne? Habe ich Ja. Weil ich erinnere mich, du hast mal geschrieben, dass in deinem Buch eben, dass du so Fragebögen, glaube ich, ausgegeben hast. Ja, das war dann, weil ich nicht genug Versuchspersonen gefunden habe, hat mich eine Laura gefragt, ob man nicht mir helfen könnte. Und da hat es so 40 Leute in einem Saal und da habe ich projiziert und die waren also sehr unwirsch war das Ganze. Und dann ist der Rohrer dann auf das Podium getreten und hat gesagt, ich habe Herrn Meyer erlaubt, das zu tun, weil ihm so viel daran lag, aber ich wollte auch wissen, ob der Unterschied zwischen meiner Generation und der Jugend so groß ist, und das freut mich, dass der nicht so ist. Ja. Worauf sie angefangen haben zu trampeln wie wild, nicht? Ja. Und dann nachher hat er mir gesagt, sie haben mir fast leid getan. Und eine meiner besseren Antworten sage ich, einer mit Gott, Herr Professor, einer mit Gott. Ja. Ja, weil das ist ja diese interessante Geschichte, dass in puncto Kulturpolitik oder Kunstpolitik eine gewisse Kontinuität da ist. Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, 1945 hat man plötzlich alles in den Kübel gehaut und gesagt, so jetzt machen wir sofort. Schauen wir, was international läuft und integrieren das jetzt in unser eigenes Tun. Sondern das war eben ein sehr allmählicher und sehr vielschichtiger Prozess. Das hat gedauert, ne? Und für deinen Vater war es offenbar auch nicht so einfach? Weil es ist komisch, mein Vater ist bis zum Surrealismus mitgegangen. Ja, ja. Er hat auch den Kubismus akzeptiert. Aber bei der Abstraktion war es aus. Und das war das erste Mal, dass wir uns gestritten haben. Also ich war ein braves Kind, habe alles nachgebildet, was der Papa gesagt hat, bis ich das erste Mal in MoMA gegangen bin und mir die Picassos angeschaut habe. Und Guernica war halt eine Offenbarung. Ja. Und die Demoiselle d'Avignon und die anderen Sachen, die dort hängen. Und da haben wir uns gestritten. Aber nicht sehr, aber doch. Da ging es dann nicht mehr. Ich denke, er war einfach auch ein Mensch aus einer anderen Zeit.
Ich habe da eine Kritik von ihm gelesen über eine der ersten Sezessionsausstellungen. Und das ist in einem sehr liebenswürdigen, sehr freundlichen, sehr sanften, sympathischen Ton. Und das war natürlich nicht der Ton wahrscheinlich der ganz jungen Leute damals. Das war sozusagen sehr, sehr kultiviert, der Ton. Also, du, es ist eine komische Geschichte mit meinem Vater und seinem Stil. Er wurde ziemlich weit, er hat eher barock geschrieben, nicht? Und da war noch der Nazi-Jargon. Ich weiß nicht, ob du die Inge Sandner kennst. Das ist die Freundin von Adolf Heu. Ja, nicht persönlich, ja. Aber die war beim Kurier. Und aus irgendeinem Grund, sie war 23 und mein Vater war 58. Aber die haben sich gemocht. Und sie hat mir gesagt, deshalb, ich war in diesem Nazi-Jargon geschult. Und dann kommt er auf einmal mit diesen skurrilen Sätzen. Das hat mein Weltbild verändert. Ja, ja. Und es gab solche und es gab andere, die sagen, das ist ein unmöglicher Stil. Nicht? Aber das war schon aus dem Geist des Nazismus heraus. Diese göbbelische Jargonsprache. Das hat gedauert, ja, bis sich das geändert hat. Ja, ich glaube schon, dass die, also man merkt es ja so bei diesen Wochenschauen, wenn man welche aus den 50er Jahren, also wenn ich aus meiner Kindheit oder kurz davor zu Wochenschauen sehe, dann sind die vom Ton noch ganz genau wie aus dem Krieg. Ja, laut und Ton. Laut und der Ton und das Artikulieren und alles ist so, so zackig und so, so obergescheit. Ne? Und dem steht eben so seine kultivierte Sprache dann als völliges Fremdes gegenüber. Ja, das stimmt. Auch, dass nicht gleich abgeurteilt wird, ne, sondern dass aber grundsätzlich was positiv gesehen wird. Also, dass man einfach den feinen Wind des Aufbruchs spürt. Ne. Bortitsch hat mir einmal gesagt, das war so ironisch. Dass er hat den Stadler genommen. Der wurde ja Chefredakteur vom Kurier mit 28 oder sowas, ganz jung. Der Wiener Kurier wurde dann der neue Kurier, während der Wiener Kurier war Wochenschrift. Und er hat sich den Stadler genommen, der Bortitsch. Der Weiher war natürlich viel besser, aber er war woanders. Was nicht gestimmt hat. Mein Vater wäre mit Handkuss zum neuen Kurier gegangen, wenn man ihn hätte lassen. Nicht? Aber so ist das Schicksal. Und du hast auch mal erzählt, dass du eben dabei warst bei dieser Ausstellung von der Hundsgruppe und den jungen Rainer damals. Der hatte so ein grausiges Haar gehabt und ganz jung. Und wir gehen hin und es war zugesperrt, die Ausstellung. Und mein Vater steht da vor der Tür, was ist. Dann endlich erscheint der Rainer, macht die Tür auf. Ist eher unhöflich, aber dann, wenn mein Vater erkennt, dann war ihm irgendwie das peinlich. Und hat er das dann aufgemacht und dann hat eigentlich so ganz anders, wie man ihn heute in Erinnerung und sich gemerkt hat, dass er so aggressiv war und eine Art Publikumsbeschimpfung von sich vom Stapel gehen ließ, war er eher fast schüchtern, es war komisch. Und ich dann, wie er berühmt geworden ist, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht dasselbe sein. Er hat doch keine Übermalungen gemacht. Das war, ich glaube, ihn noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Nein, das war 51 sowas. Also 51, das müsste dann kurz bevor er nach Paris gegangen ist gewesen sein. Also er ist 51 dann mit der Lasnik nach Paris und das war dann so das fundamentale Erlebnis für ihn. Also bis dahin hat er so eher surrealistisch gearbeitet. Also sie haben, die haben angeknüpft beim Surrealismus. Ja, das war, dürfte 50 gewesen sein. Und dann war dieses große Aha-Erlebnis in Paris mit dem Informel und da haben sie dann beide ihren Stil eben sehr schnell und sehr deutlich verändert.
Also das war vielleicht noch davor. Also da müsste man schauen. Weil du hast gesagt, das war Hundsgruppe, ne? Ja. Ja. Ich muss den abschauen, wann die wann das genau war. Also wir müssen ja informieren. Also wir haben jetzt letzten Montag eben ein Interview mit ihm gemacht im Rahmen unseres Institutsausflugs und da war er auch sehr nett, sehr konstruktiv, sehr ja, angenehm. Ja. Was mich sehr gewundert hat. Weil also die beiden Male, die ich ihn vorher getroffen habe und mit ihm geredet habe, war er eigentlich beide Male eben ziemlich aggressiv, also auf jeden Fall sehr kritisch. Und diesmal war er eigentlich sehr nett und sehr, sehr, sehr angenehm, sehr umgänglich. Er ist ja sehr reich geworden, nicht? Sicher. Also die Sachen bringen einfach enorm viel. Also da ist sicher eine. Die Übermalungen, das habe ich auch nicht begriffen. Das ja, erkläre ich dir mal. Da fahren wir nächstes Mal, wenn du da bist. Fahren wir ins Rainer Museum und da gebe ich dir einen Tisch. Da gibt es ein Museum? Es gibt ein Museum in Baden, gibt es ein eigenes Rainer Museum, was aber nicht seine Initiative war. Also das war Initiative der Stadt. Also jedenfalls, soweit ich weiß. Und die haben dieses sogenannte ehemalige alte Frauenbad, haben sie jetzt als Rainer Museum gemacht, was ein sehr, sehr schöner Bau ist, des frühen 19. Jahrhunderts. Und die Sachen hängen dort wunderbar, das sind immer so Wechselausstellungen, also sie machen jedes Jahr was Neues. Wie alt ist der Rainer jetzt? Ein bisschen über 80. Ist er schon 80? Ja, ja, ein bisschen über 80. Ja. Schrecklich, wie alt er geworden ist. Nein, es schaut nur so aus. Es schaut auch nicht so aus. Naja, also das ist eine interessante Sache. Und sag, wenn du sagst, der Hausner ist, also war ihm so arm, wie ist er dann eigentlich damit umgegangen, dass er ja dann doch recht viel verdient hat mit den Dingen, also vor allem mit der Grafik? Das hat eine Zeit gedauert. Ja. Nicht? Also er hat gelebt von den Aufträgen. Ja. Und er hatte eine Wohnung in der Grunbogasse, im obersten Stock, ein wunderschönes Atelier mit einem herrlichen Ausblick auf den Donaukanal. Das hat auch in einigen seiner frühen Bildern ist das zu sehen. Aber es war kein Badezimmer und der Aufzug ging ab und zu für einen Schilling. Aber damals war ich 21 oder 22, das war gar fertig, das stimmt auch. Ja. Und er hat gelebt von diesen Aufträgen der Stadt Wien da, ja, wie er aus dem Häfen rausgekommen, ja, ist. Das war, ich glaube, die haben sich da doch geschämt, also, dass sie ihn eingesperrt haben, nicht? Und dann haben ihm dann die Aufträge gegeben und dann langsam ist es für ihn aufwärts gegangen. Seine dritte Frau, ja, die Herme, Gott, war das ein, also die Mutter von der Xenia, ja, die war eher wehleidig, die hat immer, wie er sie so lange ausgehalten hat, weiß ich nicht. Aber dann ich kann mich noch erinnern, am Samstagabend, die haben sich gebadet in einer Butte, weißt du, so einer Waschbutte mit einem. Und da ist die Xenia hat ihm den Rücken geschrubbt, denn sie hatten kein Badezimmer. Aber dann hat ja. Der Rudi war einer dieser Maler, der genauso gut ein Schriftsteller hätte werden können. Denn er hat ein enormes Talent oder Potenzial. Nicht Talent, die Sprache konnte er wirklich benutzen, ja, und ja, seine Bilder, er war der beste Erklärer seiner, ja, Bilder. Ja. Und hat auch dann gewusst, wie man die gewissen Beamten, wie man sie besetzt und wie man da Aufträge aus ihnen herauszusteln kann. Und es ging dann langsam aufwärts, er hat die Fahrprüfung gemacht und nach dem Staatsvertrag hat er einen Rover sich geleistet, ich habe einmal gesehen, und das war 56 oder 58, da ist er die Porzellangasse gefahren und ist so gesessen, weißt du was, er hätte nicht genau gewusst, wo komme ich jetzt hin. Ich weiß zwar nicht, wo ich hinfahre, dafür bin ich schneller dort. Dann hat er einen Rompreis bekommen und war 3 Monate in Rom. Da habe ich auch in Rom gelebt damals. Und da haben wir uns dort gesehen, hat ein paar Ausstellungen in Rom gehabt. Aber die große Wende für ihn kam, also ich glaube 67, eine Professur in Hamburg bekommen hat. Und ist nach Hamburg gefahren, hat aber die
Tochter und die Frau in Wien gelassen. Ja. Und wie das so eben ist, da hat er sie. Kennst du die Anne? Hast du kennengelernt damals im Herbst? Nein. Bei dem Essen da. Ja, ich kenne eigentlich nur die Xenia, also ich kenne sie, sie kennt mich nicht. Ne? Also, ja. Und hat sich was mit ihr angefangen und dann hat die Akademie, wie also in Hamburg ein erfolgreicher Professor war, haben sie nach Wien geholt. Ja. Und dann gab es diese fürchterliche Geschichte, denn die Hermi hat die Anne auf Ehestörung geklagt. Das gab es damals noch, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Nein, das geht nicht mehr. Und sie wurde, die Frau wurde ins Gefängnis geworfen. Und da gibt es so ein Bild, wo sie in einem grauen Kittel sitzt mit ihrem roten Haar. Und die Hermie erscheint im Nerzmantel und Perlenkette. Das war auch nicht unbedingt gescheit. Ja. Aber dann ging es ihnen auf einmal steil aufwärts. Mit der ersten, die fantastischen Realisten. Ausstellung und dass er verbal begabt war, weiß ich, weil mein Vater hat einmal etwas für ihn geschrieben. Also ich für einen Katalog oder weiß ich gar nicht. Ja, für ein Vorwort oder sowas. Ja, und da hat der Rudi angefangen daran zu denken, na, das will er nicht. Und das kann man meinem Vater nicht machen. Ja, nicht? Ja, also, das war dann etwas schwierig. Und, aber dann sind seine Preise explodiert und er hat also gigantische Summen verdient. Also diese Villa in Mödling war ja schon unwahrscheinlich, nicht nur einen großen Garten. Und, ich weiß nicht, ob er den ersten Rolls Royce gekauft hat oder der Ernst Fuchs. Der hat sich hinauflizitiert. Übrigens, der Ernst Fuchs ist der einzige Mensch, den ich je erlebt habe, der einen schäbigen Rolls Royce hatte. Ich war ja einmal interviewt in seiner Villa da. Er hat doch diese komische Villa. War das ein, ich glaube, eine Otto Wagner Villa? Das ist eine Otto Wagner Villa, ja. Ja. Und das war ein roter. Ich habe gedacht, wie kann man sowas tun? Ich glaube, den hat er dann irgendwie bemalt oder so. Das Auto? Ja. Mag sein. Das war, glaube ich, ein Schüler von ihm, der dann Rolls Royce gekauft hat und ihn bemalt hat. Nein, gut, diese ganze Idee mit der Villa da draußen ist ja überhaupt eigenartig. Also ich war ein einziges Mal drinnen da, das war ganz interessant, da hat der Fuchs Gütersloh-Texte gelesen und da hat mich der Professor Schmidt mitgenommen, weil er gesagt hat, das ist ganz interessant, weil der liest die so im Tonfall von Gütersloh. Und, also mit der Expressivität. Ja. Das war irgendwie ganz, ganz interessant, aber das war da schon in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre und da hat der Fuchs also Sachen produziert, die also irgendwie von höchst bedenklicher Qualität waren. Ja, am laufenden Band. Ja. Da war er wirklich hochbegabt, ne? Also wirklich ein unglaublicher. Die ersten Sachen, die ich von ihm gesehen habe, in der 48, da war er 16 oder 17. Ja. Das war unglaublich. Dann diese späten Sachen, das ist also. Also ein Mädchen, wo von hinten, wo der Bikini aufplatzt und so, das ist also irgendwie dann nicht mehr ganz das, was ich unbedingt brauche. Nein, wirklich nicht. Nein. Naja, aber es ist auch wieder interessant, wie eben diese Generation, die eben so arm war, wie die dann aufgrund des kommerziellen Erfolgs sich dann sozial in einen ganz anderen Bereich hinein optiert hat. So, als ich in die Villa kam, habe ich bemerkt, dass zwar eine dieser Weiber hat Ausschau gehalten. Und als ich erschien, nahm der Fuchs seinen Pinsel und stand da so vor der Staffei und hat gemalt, dass ich reingekommen bin. Und das war alles nur Show. Ich habe ja über ihn für eine amerikanische Zeitschrift geschrieben. Omni, glaube ich, hieß die, da war ich da. Habe ich 4 oder 5 so Kunstporträts geschrieben. Angefangen mit dem Rudi. Der sich auch nicht gefreut hat, da bitte ich. Wirklich, manchmal kann man niemandem was dazu recht tun. Hat er sich nicht darüber gefreut, dass du ihn interviewt hast, oder hat er sich nicht über den fertigen Artikel gefreut? Er hat mir erzählt, wie er in der Wehrmacht war, irgendwo in Böhmen,
hat er so Traumerscheinungen gehabt. Und ich habe erwähnt, dass er in der Wehrmacht war. Und da hat er gesagt, er war wütend. Wieso hätte ich das dann mal wieder glauben, dass er da so braun ist. Ja, aber in die Wehrmacht ist man nicht freiwillig gegangen. Da wurde man einberufen. Ich weiß, aber... Also, nicht jeder ist ein Jägerstädter und lässt sich an die Wand stellen, nicht? Also das war ja nicht eine freiwillige Tat, nicht? Ob man zur Partei gegangen ist, war bis zu einem gewissen Grad freiwillig, bei der Wehrmacht wurde man eingezogen. Also die standen in der Nacht vor der Tür und haben einen mitgenommen, also wie einen Gefangenen. Da war überhaupt keine Chance, nicht hinzugehen. Nein, aber er hat gemeint, das warum muss man das erwähnen? Ja. Und er war ziemlich böse, das war eine große Sache, sein Bild war, also die Ache des Jordistes, glaube ich, war er. Nein, ein Adam war. Die Ache des Jordistes, das ist seine zweite Frau und seine dritte Frau gegenüber. Und seine zweite Frau hat ihn verraten mit den Goldgeschichten. War sehr dramatisch. Sie hat ihn also angezettelt, weil er sie verlassen hat. So Sachen gibt es immer wieder. Also ich habe so eine Geschichte miterlebt, aber halt davon gehört, live, wo auch also eine geschiedene Frau einen Mann eben angezeigt hat wegen Steuerhinterziehung. Und da hat interessanterweise das Gericht aber gesagt, quasi das interessiert sie nicht, weil derartig, also psychisch motivierte Geschichten verfolgen sie nicht. Also ich weiß nicht, ob das ein Einzelfall war, vielleicht war der Beamte selber ein gebranntes Kind, ja, aber jedenfalls hat er gemeint, eine Anzeige von der Ex-Frau nehmen sie nicht an. Das ist interessant. Es hat sich geändert und der Bruder hat viel durchgesetzt. Der Kreis gehört ja Österreich doch in die moderne, Zeit hineingeführt. Und Wien über die Donau geworfen. Schon hoch anrechnen. Ja, weil du sagst, Wien über die Donau geworfen. Es gab ja nach dem Krieg gab es ja verschiedene Pläne hinsichtlich des Wiederaufbaus Wiens. Also da gibt es ja vom Corbusier gab es einen Plan, den ganzen zweiten Bezirk wegzureißen und Wien an die Donau zu orientieren. Und der Josef Hoffmann hat sich wieder dafür eingesetzt. Also der Corbusier. Ja, das war schon, aber wer hat sich dafür eingesetzt? Also der Corbusier wollte ja, das habe ich schon mitbekommen. Und der Josef Hoffmann, der wollte aber eher so die Substanz erhalten und so. Hast du da irgendwas, also von dieser Diskussion irgendwie? Nein. Weil das sind natürlich Dinge, die man dann aus der Literatur weiß und die vielleicht im Moment selber gar nicht so diskutiert wurden. Ja, ich habe die Ville Variante in Marseille mir einmal angeschaut. Ja. Noch eine andere Sache, apropos Architektur und Design. Meine Mutter, die die Wohnung hier eingerichtet hat und die Praxis, dann hat sie ja bei den Wiener Werkstätten eingekauft. Ne? Da war ein deutscher Architekt, der das geleitet hat. Ja. Und da hat sie also alle möglichen. Die haben wir noch gehabt von der alten Zeit. Da war eine Couch, da waren viele andere Sachen, andere Tische, aber ein paar Couches und die Couch da drinnen von der Werkstatt und der Tisch auch. Und dann gab es einen runden Tisch, der steht dort. Also wird ziemlich viel gekauft in der Werkstatt. Der Luster ist von der Werkstatt. Yeah. Weil es war ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, irgendetwas wirklich Modernes zu bekommen. Nicht? In der Werkstatt schon. Ja. Die war das ja sonst natürlich nicht. Ja. Das war immer altdeutsche Möbel. Ja. Diese Horror. Ja. Und die Tischler haben wahrscheinlich auch weitgehend in ihrem traditionellen Stil weitergetan. Das war ja. Neue Möbel auf alt. Neue Möbel auf alt. Naja, ist interessant. Ja, ich danke dir herzlich. Also